Hallo und herzlich willkommen. Meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, wir wollen heute mal reinschauen, was ich dir mit auf den Weg geben darf. Heute ist Donnerstag und höchstwahrscheinlich kannst du schon merken, es ist ein Umschwung in der Energie da. Es ist an der Zeit zu merken, dass gewisse Dinge bereits angestoßen worden sind, dass gewisse Entwicklungen im Gange sind und dass man jetzt zugucken kann, wie sich hier etwas Stück für Stück auswickelt. Oder entwickelt. Es gibt hier Schichten, die abfallen, Blockaden, die gehen und mögliche Hindernisse oder Stolpersteine werden auch gesehen und vielleicht aufgelöst. Also ich habe das Gefühl, dass manche Dinge jetzt vorangetrieben werden, die für uns persönlich auch gut sind. Wir schauen heute zuerst ins Wandering Star Tarot rein und das ist natürlich wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann mit dir in deiner Situation zusammenhängen, muss es natürlich aber auch nicht, da es ein allgemeines Orakel ist. Aber ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen und jetzt schauen wir mal. Also am Donnerstag das Wandering Star Tarot. Erste Karte, der Hierophant. Sehr schön. Zweite Karte, die Sonne. Zwei große Arkana-Karten. Und es geht hierbei darum, dein Licht auch zu zelebrieren. Ja, also hier Feuer und Flamme zu sein für das, was du richtig hältst, für die Zeremonien, die für dich notwendig sind, deine Weisheit, deine Lehre, die dir etwas gibt. Ja, das muss ja nicht für alle universell gelten, aber irgendetwas kommt hier ans Tageslicht, das von Weisheit spricht, von einer Lernerfahrung, die abgeschlossen ist. Und generell von diesem Feuer im Herzen, dass man sich bewahren sollte, wenn möglich. Also hier gibt es viel Aufschwung, hier gibt es viel zu sehen. Acht Kelche, auch emotionale Veränderungen kommen dadurch in Gang. Der Page der Stäbe, den hatten wir doch vor 3 Tagen, 2, 3 Tagen an derselben Stelle, allerdings aus dem anderen Kartenset. Es geht darum, zu erkennen, dass gute Nachrichten auf dem Weg sind oder auch in der Kommunikation offener zu sein. Ja, eine offenere Konversation mit anderen Menschen zu führen, Blockaden und Hindernisse dadurch auch aus dem Weg zu schaffen, indem man auch mal den Mund aufmacht. Das muss nicht immer angenehm sein. Ja, es kann auch sein, dass man hier mal ein klärendes Gespräch führen muss und das vielleicht einem nicht so gut gefällt, aber genau darum geht es, diesen Wandel mitzunehmen. Die eigene Stärke auch mal hochzuhalten, rauszukramen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, also das ist mein Tanzbereich, da drüben ist dein Tanzbereich und entweder schaffen wir es, hier auf einen Zweig zu kommen, einen Kompromiss zu schließen oder man geht halt auseinander. Also hier gibt es keinen Mischi-Maschi mehr. Dann haben wir noch die Kraft. Mut, Kraft, Kontrolle sind die Schlagwörter dieser Karte. Und genau darum geht es, auch herauszufinden, wie du deine eigene Kraft halt nutzen kannst. Dein eigenes Raubtier auch mal zu umarmen und zu sagen, hey, vielleicht kommst du aus dem Ego, vielleicht bist du manchmal ein bisschen zu hitzig oder zu aufbrausend oder erschreckend. Aber auch das, diese dunkle Energie, diese dunkle feminine Energie auch, die uns zu Taten anstachelt, die vielleicht auf den ersten Blick hin nicht so positiv aussehen. Also die nicht so angepasst sind, ja, wo man nicht das Püppchen ist, wo man nicht Ja und Amen sagt, wo man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, wo man sich nicht gefallen lässt, den Hauptteil der Arbeit zu machen, aber weniger Gehalt zu bekommen, wo man es nicht einsieht, 100% der Hausarbeit alleine zu machen, obwohl man auch Vollzeit arbeiten geht. Hier kommen ganz viele Themen hoch, die vielleicht mal angesprochen gehören, die vielleicht mal auf den Tisch gelegt werden müssen, wo man sagt, nee, bei aller Liebe, ich mag ja gerne diese und jene Arbeit auf mich nehmen, aber nicht zu den Konditionen. Ich bin ja bereit, das und das und das zu tun, aber nur durch einen fairen Ausgleich, nur wenn das auch auf beiden Seiten funktioniert oder nur wenn ich dann auch mal X und Y als Vergütung bekomme. Es geht darum, sich hier ein bisschen auf die Hinterbeine zu stellen und positive Nachrichten zu haben. Das Ganze soll nicht auf eine unfreundliche Art und Weise geschehen, das meine ich gar nicht. Aber man kann ja auch bestimmt sein, hinter sich selbst stehen und die Themen auf den Tisch packen, ohne das auf eine kratzbürstige oder widerliche Art zu machen. Aber es geht schon darum, da hier seinen Grund zu stehen und zu sagen, hier bin ich und das bin ich und das möchte ich jetzt oder das möchte ich nicht mehr und das auch mal klar zu machen. Auf der Unterseite des Decks haben wir auch noch die 9 Stäbe.
Da geht es auch um Grenzsetzung, die eigene Stärke, vielleicht auch Unterstützung reinzuholen, weil man das Gefühl hat, total überfordert zu sein. Also hier, man sieht es auch ganz gut. Hier hat man halt nur dieses eine Ding, ja, diesen einen Stab. Da hält man sich dran fest und da macht man sein Ding. So, hier hat man immer noch diesen einen Stab, aber man ist hier schon lediert, trägt hier eine Binde, sieht auch nicht mehr ganz so fröhlich aus. Und dahinter sind diese ganzen Belastungen, diese ganzen Aufträge, Glaubenssätze, du musst aber, ja, Wäsche waschen, arbeiten gehen, Kinder erziehen, alles gleichzeitig. Und dann fragst du dich auch, was ist denn noch für mich übrig? Ja, was bleibt denn da noch für mich? Oder warum habe ich hier so viel Belastung? Warum gibt es hier so viel, was auf meinen Schultern lastet und warum nimmt das hier keiner ab? Ja, und manchmal gibt es Menschen, die in der Position wären, einen Teil der Last zu tragen, tun es aber nicht. Und da musst du halt für dich gucken, in deiner ganz speziellen, einzigartigen Situation, ob es machbar ist, dass du etwas von dieser Belastung an andere Menschen delegierst, weil es vielleicht gar nicht deine Aufgabe ist. Oder weil du nicht die Sekretärin für alle bist. Und ja, manchmal ist es an der Zeit, hier mal Stärke zu beweisen, indem man sagt, nee, ich sage jetzt mal, dass ich zu schwach bin, alles alleine zu machen und das ist meine Stärke. Dass ich zugebe, dass ich überfordert bin, dass ich zugebe, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich einfach mal auch sage, hey, das hier sind meine ganzen 8 Kelche und wir müssen jetzt hier etwas verändern, weil ich sonst mit der Situation irgendwann ins Burnout gerate, weil ich mit der Situation irgendwann nicht weiter weiß. Ich glaube, das ist hier wichtig, wirklich zu gucken, wo liegen deine Grenzen und was machst du aus Altruismus heraus? Wo glaubst du, dass du der spirituellste Mensch auf dem Friedhof sein müsstest und lässt anderen alles Mögliche durchgehen, weil du nur Licht und Liebe möchtest? Und wann ist es an der Zeit zu sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Weil ich bin auch wertvoll, ich habe auch meine Energie, ich habe auch meine Grenzen. Ja, hier geht es darum, wirklich zu schauen, was für dich jetzt wichtig ist. So, gucken wir noch mal in das Orakel. Wie heißt das? Das Orakel der Inspirationen, genau. So, na, was bist du denn? Die Zielstrebigkeit. Suche nach Hinweisen. Gnade und Inspiration werden uns genau zu den Ereignissen und Erfahrungen führen, die wir genau zur richtigen Zeit brauchen. Also, lass dir hier dein Licht und dein Strahlen nicht nehmen, ja, lass dir deine Energie nicht klauen, während du versuchst herauszufinden, wie du dein Leben wieder unter die Kontrolle von deinem eigenen Geist bekommst oder wie du deine Ziele erreichst. Lass dich da nicht vom Weg abbringen, indem du andere Menschen erlaubst, schlecht mit dir zu sprechen. Also hier geht es darum, wirklich zu schauen, wo möchte ich hin, was ist meine Wunscherfüllung, wie kann ich mein Leben mit mehr Licht und Liebe füllen, aber gleichzeitig schauen, dass ich nicht unter die Räder gerate. Wie kann ich meiner eigenen Energie folgen und gleichzeitig den Anforderungen anderer Leute entsprechen, beziehungsweise hier neu aushandeln, wie viel Anspruch andere Leute an meine Zeit und meine Energie haben. Nehmen wir noch eine zweite Karte. So, gucken wir mal. Danke. So. Da haben wir die Vision, gekrönt mit einem Adler. Als Krafttier würde ich sagen, hier hat jemand einen Plan mit dir, der Allgeist, Gott oder wie auch immer du es nennen magst, die Lichtliebequelle. Und die Karte sagt, sei aufmerksam. Es gibt Zeichen, Symbole und Botschaften, die von göttlicher Hand in unseren Weg gelegt werden, um uns die richtige Richtung zu weisen. Also sei auch klug, nimm vielleicht hier auch nochmal die Vogelperspektive ein. Vielleicht bringt es nichts, mit dem Brecheisen heute durch die Türen gehen zu wollen, aber ein sanftes Wort oder mal ein schnippischer Kommentar am Rande könnten vielleicht Wunder wirken, wenn jemand merkt, okay, hier geht es nicht einfach, jemanden zu übertölpeln oder hier kann ich nicht einfach jemanden betrügen oder hier kann ich nicht einfach jemanden ausnutzen oder belügen. Denn mit der Energiezahl heute der 444 werden Blockaden und Hindernisse von der geistigen Welt für dich auch aufgeräumt. Also es ist begünstigt, dass du heute hier einen Teil dieser Last auch hinter dir lassen kannst, wenn du möchtest. Vielleicht ist es nicht unbedingt sofort sichtbar, aber vielleicht ist es ein emotionaler Ablöseprozess, wo du sagst, okay, ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht mein Problem. Das ist eigentlich nicht meine Verantwortung. Das ist eigentlich nicht
mein Zirkus, das sind nicht meine Affen und deswegen muss ich mich nicht darum kümmern, wie die Affen gefüttert werden oder hinter ihnen aufgeräumt wird oder der Mist weggeschaufelt wird. Denn jemand anders ist dafür verantwortlich. Das gilt manchmal, ja, manchmal gilt es für erwachsene Kinder oder für Partner oder Freunde. Du musst nicht immer derjenige sein, der den Affenmist wegschaufelt, nur weil jemand anders halt irgendwie sich ein paar Affen angelegt hat, zugelegt hat. Oder sich mit ein paar Affen angelegt hat und jetzt Angst hat, verdroschen zu werden. Es ist so, das ist irgendwie nicht so ganz dein Bier und jemand anders darf das gern wieder zurücknehmen, die Belastung für diese spezifische Situation, die dir vielleicht aufgelastet worden ist, aber jetzt ist es nicht mehr dein Problem oder du erkennst, dass es nie dein Problem war und kannst das wieder zurückgeben. So, wir schauen noch mal in das Orakel der Göttinnen rein und nehmen da auch noch zwei Karten für diesen Donnerstag heute. Na, die will partout nicht. Was bist du denn? Ach, wisst ihr was? Die lassen wir jetzt einfach da liegen. Gut, du willst nicht, du hast dich erfolgreich gewehrt. Dann lassen wir dich jetzt da. Ja, haben wir zwei ganz schnell und zwei andere bekommen. Die grüne Tara passt hier wie die Faust aufs Auge. Beginne zu delegieren, sage ich ja. Gib das wieder zurück. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Nun, also, beginne Aufgaben zu delegieren. Gib deinen größeren Kindern Haushaltsaufgaben. Sorge dafür, dass Leute das, was sie können, alleine machen. Bring ihnen das bei, dass sie es alleine machen können. Gilt natürlich auch für den Job, wenn du jemanden anlernen sollst und du lernst ihn halt überhaupt nicht gut an, dann ist es kein Wunder, dass die ganze Arbeit immer wieder auf dich zurückfällt. Wenn du jemanden anlernen musst, dann bring ihm alles bei, was er wissen muss und hoffentlich ist dann dieser Mensch schlau genug, seine Energie da reinzusetzen, das richtig zu machen. Aber es ist nicht immer alles deine Aufgabe, dann in letzter Instanz alles alleine zu machen. Diese neuen Stäbe müssen nicht sein. Konzentrier dich hier auf das, was wirklich jetzt ansteht. Und dann haben wir noch die Maria Magdalena, die bedingungslose Liebe. Liebe dich selbst, andere und jede Situation, unabhängig von der äußeren Erscheinung, weil du findest darin deine Kraft. Also dieses Gespräch, was du vielleicht heute führen musst, dieses Stoppschild, das du heute aufstellen musst, dieser kritische Punkt, den du vielleicht mal ansprechen musst, der mag jetzt nicht schön erscheinen und das mag sich vielleicht auch nicht schön anfühlen, das zu tun oder sich mal gerade zu machen, kann ungewohnt sein, aber du wirst merken, nach hinten raus. Also längerfristig wirst du extrem davon profitieren, wenn du dieser Energie folgst, dass dein Leben auch wichtig ist, dass das, was du im Inneren trägst, auch Zeit und Raum braucht, dass deine eigene Stärke auch aus dem resultiert, wo du mal gelernt hast, Nein zu sagen. Ja, wenn du immer nur Ja sagst und immer nur alles machst, was andere wollen, dann ist es halt extrem schwierig, deinen eigenen Weg zu finden, weil du gar keine Zeit und Kraft mehr hast für dich und deine Themen. Also pass auf, dass du die Anforderungen der anderen Leute an deine Zeit und Energie auch mal zurückweist, wenn nötig oder möglich. Ja, natürlich nicht immer möglich und nicht immer machbar. Aber ich denke, dir ist wahrscheinlich schon das ein oder andere Beispiel aufgefallen in deinem Alltag, wo du vielleicht mal jemand anderen den Staffelstab übergeben kannst und sagen kannst, so, das machst du jetzt alleine. Du weißt selber, wie der Geschirrspüler angeht, du weißt selber, wo der Wäschekorb steht, du weißt, wie man den Kopierer benutzt oder wie man den Tresen abwischt. Ganz gleich, was es ist. Es geht darum, andere Leute auch in ihre Selbstständigkeit, in ihre Verantwortung zu bringen und für dich dafür zu sorgen, dass das nicht immer zum Hindernis oder zur Blockade im Alltag wird, weil du immer allen anderen noch ihre Arbeiten abnimmst. So, Ansprache beendet. Seine sehr drängende Energie, also oh, das ist richtig anstrengend. Ja, es drängt, es drückt, es fühlt sich aber stark an. Ich habe das Gefühl, so meine Arme sind so weiter ausgebreitet. Man macht sich so ein bisschen breiter, ja, wie so ein Bodybuilder, ein bisschen gerader, man stellt sich ein bisschen breitbeiniger hin und nimmt sich so ein bisschen mehr Raum ein. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Kraft und Mut, das hier durchzuziehen. Wenn du magst, dann lass mir gerne ein Like und Kommentar da. Falls du meine kostenlose Arbeit unterstützen möchtest, darfst du gerne etwas spenden oder dir eine persönliche Kartenlegung buchen. Dann schauen wir mal genauer rein. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Ciao.